Sehr schön, bin ich auch schon auf der Bühne. Das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen alle zusammen. Ich will heute gern ein bisschen was erzählen zu dem Toolset für lernende Organisationen. Ich werde auch ein bisschen berichten, was lernende Organisationen eigentlich sind. Und was mich immer ganz interessiert am Anfang von so einem Vortrag, weil man spricht ja einfach nur in so eine Webcam-Linse, kann ich ins Publikum rufen, was euch denn hierher gebracht hat. Also was sind so die Themen, die euch interessieren? Warum seid ihr in den Vortrag gekommen? Was wollt ihr gerne heute hören? Macht einfach mal den Chat auf rechts in Remo und tippt es da rein. Am besten einfach so als Schlagworte. Dann kann ich das im Augenwinkel ein bisschen mitverfolgen. Ich sage zum Einstieg ganz kurz ein bisschen was zu mir. Ich habe keine Folie dazu. Ich mache es einfach mit meinem LinkedIn-Profil. Ich bin Simon Dückert. Ich komme von der Cognition Akademie in Nürnberg. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wissensmanagement und lernende Organisationen seit Ende der 90er Jahre schon. Ich habe es in meinem Profil so als Slogan stehen: It's the knowledge economy, stupid. Also unsere Grundidee ist eigentlich die, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert einen anderen Blickwinkel auf Organisationen und auf Arbeit brauchen, als wir das vielleicht im 20. Jahrhundert hatten. Das eine eher mit so Schlagworten wie Taylorismus, Massenproduktion, Prozessorientierung. Da haben wir viele Dinge gelernt, die sehr gut sind für Organisationen. Wir glauben aber daran, dass man sozusagen in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts da durchaus noch ein paar andere Skills braucht als Organisationen und auch andere Tools. Und darum soll es heute gehen. Genau, Werkzeuge für informelles Zusammensein sehe ich, da werde ich was dazu sagen, ein bisschen zu hybrid auch. Über Lern-OS spreche ich nicht so viel. Tools für E-Learning, ja, sage ich vielleicht gerade auch noch dazu. Ich bin eigentlich, wer auf mein LinkedIn-Profil geht, wird das hier unten irgendwo feststellen, von der Ausbildung her ein Elektroingenieur. Also ich habe eigentlich angefangen im Fraunhofer Institut. Das ist sehr stark gewachsen damals, habe dort das Thema Wissensmanagement aufgebaut in Erlangen. Das heißt, ich komme nicht so klassisch aus Personalentwicklung oder L&D-Kontexten. Wir haben damit zwar zu tun, sind aber eher auf der Seite des informellen Lernens, wenn man so will. Also weniger so Curriculums oder E-Learnings bauen oder so, das machen wir nicht so viel. Aber ich habe ja gesehen im Programm der L&D Pro, dass es da genug andere Experten und Expertinnen gibt, die sich damit befassen. Genau, dann springe ich da mal schnell rüber zu meinen Folien. Genau, Toolset für lernende Organisationen, das Thema heute. Was will ich machen? Ich habe letztes Jahr so ein Keynote schon mal gemacht, da will ich ganz kurz was dazu sagen, was ich da erzählt habe. Wer mag, kann da auch gerne in Folien oder das Recording reinschauen. Ich würde ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich eine lernende Organisation ist. Das ist ja auch so ein Wort, das geht so leicht von der Lippe und da kann man aber durchaus sehr verschiedene Sachen drunter verstehen. Und dann natürlich im Kern darüber, was wir glauben, was für ein Toolset so eine lernende Organisation braucht, was ein Toolset eigentlich ist. Und zum Abschluss auch noch so einen kleinen Gedanken zu Hybrid. Es war ja jetzt so das letzte Jahr, letzte gute Jahr in der Pandemie waren alle dabei zu virtualisieren. Also alle Veranstaltungen, alle Trainings wurden virtuelle Barcamps oder Live-Online-Trainings oder so. Da ist jetzt auch überall mehr oder weniger ein Haken dran. Das haben alle gelernt. Und jetzt, wenn so nach und nach irgendwie sichtbar wird, dass die Leute auch wieder zurückkommen können, in Büros teilweise, in kleine Gruppen oder in Coworking Spaces, in so Satellitenlokationen, dann wird das Thema Hybrid ganz groß. Also so die Mischung aus Präsenz und virtuell in synchron oder asynchroner Zusammenarbeit. Ja, da kann man vielleicht dann nächstes Jahr noch berichten. Fragen gerne in den Chat, weil dann sehe ich sie direkt oder in die Q&A, dann kann sie Denise hinterher einmoderieren. Ich habe auch Twitter noch im Blick. Also das heißt, wer mag, kann auch gern unter L&D Pro tweeten und dann habe ich da auch ein Auge drauf. Genau, letztes Jahr, vielleicht kurz zu dem Rückblick, hatte ich als Thema in dem Vortrag, wenn Lernen und Arbeiten verschmelzen, nutzen wir dann auch Arbeitstools zum Lernen. Da gibt es ja dieses schöne Zitat von dem Harold Yarke, Working is learning and learning is the work. Ne? Und wenn man das ernst nimmt, ne, dass man sagt, so ähnlich wie die 70-20-10-Regel das ausdrückt, ne, dass nur 10% des Lernens eigentlich aus Kursen und E-Learnings und Trainings und so kommt, die 90% aus Zusammenarbeit, Interaktion mit anderen oder einfach dadurch, dass ich eine harte Arbeitsaufgabe habe oder ein Projekt habe, wo ich was Neues rausfinden muss, na, dann ist völlig klar, dass wir auch in der überwiegenden Zeit, die wir lernen, sozusagen nicht dedizierte Lerntools nutzen, also keine Learning-Management-Systeme oder uns E-Learnings anschauen, na, sondern dass unsere ganz normalen Arbeitstools, also da, wo wir in Projekten zusammenarbeiten, da, wo wir Probleme lösen in Projekten, dass das sozusagen eigentlich unsere Hauptlerntools sind. Und es eher die Ausnahme ist, dass ich dann auch mal auf so eine
Learning Experience Plattform oder so gehe, um mir da auch mal einen Kurs anzuschauen. Aber wenn ich in meinen Arbeitsalltag schaue, würde ich sagen, der besteht zu fast 100% aus Lernen und zu sehr wenigen Prozent nur aus Tools, die man vielleicht so als dedizierte Lerntools sehen würde. Also wer das mag, ich habe unten drunter die Folien verlinkt, könnt ihr darauf zugreifen und auch das Video, der Videomitschnitt vom letzten Jahr steht auf YouTube. Genau, schauen wir ein bisschen rein in Lernorganisation. Was ist das eigentlich? Ich habe mal so aus der Organisationssoziologie von Luhmann mal rausgezogen, was ist eigentlich eine Organisation? Das ist auch schon nicht so leicht. Ne? Ist das Gebäude, ist das die Rechtsform, die GmbH, die AG, ist das die Summe der Menschen? Ne? Luhmann sagt, so eine Organisation ist eigentlich gekennzeichnet durch drei Eigenschaften. Das eine ist ein Zweck. Also eine Organisation gründet sich aus irgendeinem Zweck, der letztendlich als roter Faden für alles organisatorische Handeln dient. Ne? Wo man dann so im Wirtschaftsbereich sagt, was ist ich, der Zweck von Nokia war mal Connecting People, ne? Das wird dann meist in so einem Mission Statement oder Purpose Statement ausgedrückt. Und ja, so hinterliegend natürlich auch das Thema Geld verdienen im Wirtschaftsbereich, ne? Sonst sterben die Organisationen. Also das ist eine zentrale Eigenschaft. Zweite Eigenschaft ist die Mitgliedschaft. Also eine Organisation kann darüber entscheiden, wer Mitglied ist, ne? Und hat quasi den Ein- und Austrittsprozess in der Hand. Ne? Das heißt dann, wenn wir jetzt bei Wirtschaft bleiben, Einstellung oder Kündigung mit Onboarding oder Offboarding. Im Verein ist das vielleicht anders, in der Partei ist das anders. Aber das ist eine Eigenschaft. Und die dritte Eigenschaft sind Hierarchien. Muss nicht unbedingt eine Monohierarchie sein. Ne? Also denkt vielleicht jeder gleich an das Organigramm, den Baum. Da gibt es auch Multihierarchien, Matrixorganisationen. Aber im Prinzip muss man ausgehend von dem Zweck der Organisation sozusagen eine Unterstruktur der Organisation schaffen, sei es dann eine Abteilungsstruktur oder eine Prozessstruktur oder eine Projektstruktur, damit ich quasi mit den Organisationsmitgliedern in dieser Struktur den Zweck dann auch erfüllen kann. Also da findet sich wahrscheinlich jeder letztendlich wieder mit seinen Organisationen. Genau, wenn wir uns darauf einigen können, dass das eine Organisation ist, kann man die Frage stellen, was ist eigentlich eine Lernorganisation? Da gibt es auch verschiedene Definitionen. Es gibt von Schön Aguris aus den 60er Jahren schon, gibt es dieses Double Loop Learning zum Beispiel. Dann natürlich Peter Senge mit der fünften Disziplin, der so eine starke Betonung gelegt hat auf das Thema Systemdenken, also quasi die Organisation als ein komplexes System zu begreifen, nicht wie man das vorher gemacht hat, vielleicht als so eine komplizierte Maschine mit Zahnrädchen. Ne? Denkt man vielleicht an den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin oder so, wo eher noch so diese Maschinenmetapher da war. Was ich ganz gern verwende, ist die Definition von dem David Garvin, also ein Professor aus dem Wirtschaftskontext mit Schwerpunkt Qualitätsmanagement, leider viel zu früh gestorben. Der hat mal in einem Papier und auch in einem Buch dazu gesagt, eine Lernorganisation ist eine Organisation, die auf der einen Seite die Fähigkeit hat, Wissen zu generieren, zu erwerben und zu verteilen. Also generieren heißt quasi der ganze Innovationsprozess, ne? Kreativ zu sein, neues Wissen zu schaffen, Forschung zu machen, Wissen von Wettbewerbern aufzusaugen, für sich nutzbar zu machen, Wissen zu erwerben, ne? Im einfachsten Fall dadurch, dass ich vielleicht Mitarbeiter einstelle oder die bestehenden Mitarbeiter weiterbilde oder dass ich andere Firmen aufkaufe, mit denen ich dann natürlich auch das Know-how mit aufkaufe, ne? Wer auf Clubhouse vielleicht unterwegs war, hat danach bemerkt, dass ganz viele andere Firmen den Audiotrend für sich erkannt haben. Ja, und dann Spotify zum Beispiel Green Room kauft oder die Firma hinter Green Room, um sich dieses Know-how, wie funktioniert eigentlich synchroner Audiochat, einfach einzukaufen. Ja, und das in den Wissensbestand der Organisation mit dazuzufügen. Ja, und auch das Thema Wissen zu verteilen ist wichtig, der dritte Aspekt im ersten Teil der Definition, ne, zu sagen, das bringt mir nichts, wenn ich ein Projekt gemacht habe, irgendwo eine Erfahrung gemacht habe und an einem anderen Standort wird ein ähnliches Projekt wieder gemacht und die Mitarbeitenden in dem Projekt machen die gleichen Fehler, sondern da muss es irgendwie möglich sein, in der Organisation das Wissen und die Erfahrungen zu verteilen, sodass man idealerweise so einen Fehler nur einmal macht. Ja, also das ist so der erste Teil der Definition. Und der zweite, und das ist vielleicht noch der schwierigere Punkt, ist das Verhalten, also das organisationale Verhalten, auf Grundlage von neuen Erkenntnissen und Fähigkeiten zu verändern. Ja, also das ist was ganz Schwieriges, weil so soziale Systeme immer eine starke Beharrungskraft haben. Ja, das heißt, man hört es dann in so Sätzen wie, ja, machen wir so, wie wir es schon immer gemacht haben, müssen wir das jetzt wirklich neu machen, hat noch nie funktioniert. Also es ist sehr, sehr schwer, so grundlegend soziale Systeme zu verändern. Und das ist auch eine Fähigkeit, die eine Organisation braucht, ne? Weil wenn wir so an das
menschliche Lernen denken. Da gibt es so Konzepte wie Neuroplastizität oder auch so Sprüche wie Use it or lose it. Das heißt, wenn wir unser Gehirn nicht mehr verwenden, verliert das Gehirn die Plastizität, also die Möglichkeit, neuronale Netze neu zu knüpfen und zu verändern. Und damit verlieren wir im Prinzip unsere Lernfähigkeit. Ja, wer das mal schön illustriert sehen will, gibt es von John Kotter ein Video Accelerate auf YouTube. Da wird es sehr schön dargestellt, was das für eine Organisation bedeutet. Also das ist mal so die Definition, mit der ich gehen möchte. Der David Garvin hat das mit Amy Edmondson zusammen im Paper auch nochmal ein bisschen detailliert. Das ist unten rechts, weiß ich jetzt nicht, ob man das im Screenshare sieht, habe ich euch überall die Quellen reingepackt. Also da könnt ihr gerne auch im Detail mal nachlesen, weil ich da jetzt nicht auf jeden einzelnen Spiegelstrich eingehe. Aber sie haben im Prinzip mal rausgearbeitet, dass in so einer Lernorganisation ich eigentlich im Kern drei, sie haben es Building Blocks genannt, also drei Handlungsfelder, an denen ich arbeiten muss, um die organisationale Lernfähigkeit auszubauen, zu verbessern, herzustellen, je nachdem, wo ich stehe. Das eine haben sie genannt Leadership that reinforces learning, also durch den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf oder duftet vom Kopf, je nachdem. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Führungsmannschaft, mein Top-Management diesem Thema Wissen und Lernen eine hohe Bedeutung beimisst. Ähnliche hohe Bedeutung wie Geld. Also die müssen eigentlich über Wissen und Lernen genauso oft im Board-Meeting sprechen, wie sie über Geld sprechen. Dann weiß ich, dass ich so eine Art von Leadership habe. Victoria fragt, ob die Folien zur Verfügung gestellt werden. Klar, ich habe auf dem letzten Slide dann einen Link, die Download-URL drauf ist. Also das ist ein wichtiger Building-Block. Ich würde sogar fast sagen, es ist der wichtigste, wo es meistens dran scheitert. Weil wenn meine Führung nicht davon überzeugt ist, dass Wissen und Lernen ein Kernerfolgsfaktor im 21. Jahrhundert ist, dann tue ich mir ganz, ganz schwer. Dann kann ich natürlich mit so aus Eigenmotivation in meiner eigenen Zeit als Graswurzelbewegung versuchen, das voranzutreiben. Typischerweise stößt man dann aber irgendwo an den sprichwörtlichen gläsernen Boden, wo man dann eben nicht mehr weiterkommt und die Organisation nicht verändern kann oder Probleme bekommt. Zweiter Building Block haben sie benannt als Concrete Learning Processes. Also da geht es dann darum, wo wird denn überhaupt gelernt in der Organisation? Und da war ich ein bisschen davor, so als Reflex sofort an Klassenraum und Trainingsraum zu denken. Ich habe mal bei Siemens einen schönen Spruch gehört, Training is for dogs, learning is for people. Also im Prinzip geht es darum, dass Lernen viel, viel mehr ist als Training. Wenn ihr da mal in die Beispiele reinschaut oder in das Paper, das ist zum Beispiel hinten rechts der After-Action-Review-Prozess von der amerikanischen Armee genannt, wo es eben ganz normal ist, wenn ich einen Einsatz mache, dass ich zu Beginn des Einsatzes ein Briefing mache, dann führe ich den Einsatz durch und dann mache ich ein After-Action-Review oder ein Debriefing, um zu sagen, was waren denn unsere Hypothesen, die wir am Anfang hatten, was hat nicht funktioniert, was haben wir gelernt, was machen wir das nächste Mal besser. Was schön Agiris dann auch mit dem Double-Loop-Learning erweitert haben und gesagt haben, wir gucken nicht nur, was machen wir das nächste Mal bei der gleichen Aktion besser, sondern wie waren denn unsere Grundannahmen, unsere Ziele, die überhaupt zu der Aktion geführt haben und waren das die richtigen? Hätten wir vielleicht gar nicht die Aktion durchführen müssen? Und solche Prozesse hat man dann eben auch in Organisationen. Dort heißen sie dann PDCA-Zyklus oder Lessons-Learned-Workshops oder Projektdebriefings oder im agilen Kontext Retrospektiven. Das ist wichtig, dass ich mir da Zeit nehme, um sozusagen aus meinen ganzen Aktivitäten systematisch zu lernen. Und auch das ganze Thema informelles Lernen, also so Serendipity-Effekt. Man macht ein Barcamp, man kommt auf neue Ideen und hat eigentlich am Anfang gar kein formales Lernziel, was man verfolgt. Da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf, was man da so an Formaten und Methoden sieht. Und Supportive Learning Environment als dritter Building Block. Dadurch, dass die Amy Edmondson dabei ist, weiß nicht, wer die, vielleicht kennen die viele, der ist so dieses Thema Psychological Safety, was auch in der Google Team Studie als so ein kritischer Punkt rausgekommen ist für Performance von Organisationen. Also man braucht eine Umgebung, eine Arbeitsumgebung, in der sich die Leute sicher fühlen, queere Gedanken zu äußern, mal gegen den Mainstream zu sprechen, ganz verrückte Ideen zu äußern. Man denkt vielleicht an so Moonshot-Ziele bei Google, wo man sagt, das klingt vielleicht erstmal total verrückt, aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist vielleicht gar keine schlechte Idee für die Organisation. Also das ist wichtig so für das Thema Kultur, Fehlerkultur, Innovationskultur, da eine gewisse Sicherheit zu haben. Wir erweitern bei uns in der Akademie den dritten Building Block immer ein bisschen, weil wir sagen, bei den Learning Environments geht es letztendlich auch darum, Arbeitsumgebungen, also sprich Büroräume, Coworking Spaces, verteilte Arbeitsumgebung, Homeoffice, all sowas, Innovationsräume,
Und dann natürlich auch die virtuellen Umgebungen, also sei das Intranet, sei das Wiki, sei das Blog, sei das Enterprise Social Network. Also da eben Umgebungen herzustellen, die es leicht machen, Wissen zu teilen, sich miteinander zu vernetzen, gemeinsam Wissen zu generieren. Genau, organisationsseitig, da können wir jetzt auch lang drüber reden, so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe euch mal eine Grafik reingenommen von dem John Cotter. Da hatte ich vorhin schon mal das Accelerate-Video empfohlen auf YouTube, weil ich glaube, dass das ein recht schönes Gedankenmodell ist, was so zu unserem Gehirn auch passt. Wenn wir Organisationen nur als so eine starre Hierarchie sehen und eine Bürokratie, dann ist die vielleicht gut getrimmt auf eine Aufgabe. Wenn sich aber unser Umfeld schnell ändert und die Schlagworte gibt es ja alle, also Disruption, VUCA-Welt und so weiter, also um uns herum passiert sehr viel. Und das heißt, da muss ich als Organisation flexibel darauf reagieren können. Und deswegen brauche ich eigentlich so eine Balance zwischen auf der einen Seite einem stabilen System, wo ich sinnvolle Prozesse, Arbeitsschritte, Workflows abspielen kann, auf der anderen Seite eben auch einer dynamischen Netzwerkstruktur, die sich ständig rekonfigurieren kann, die Fehler, die ich vielleicht in meiner hierarchischen Struktur gemacht habe, ausgleichen kann. Und das finde ich eigentlich recht schön, dieses sogenannte Dual Operating System von dem John Cotter, immer drüber nachzudenken, nicht nur das Organigramm zu sehen, sondern eben auch die Netzwerk-Community-Strukturen parallel, ne, diesen dynamischen Teil, wenn man so will. Und auch nicht zu sagen, okay, der rechte Teil, das ist so das hippe Startup oder der Inkubator in Berlin und der linke Teil ist, wo die richtige Arbeit gemacht wird und das Geld verdient wird, ne, sondern was Cotter mit diesem kleinen Pfeil hier andeutet. Freiwillige, die sich in dieser Netzwerkstruktur engagieren. Also in der rechten Seite sind die gleichen Leute aktiv wie in der linken. Das führt dann zu so Konzepten, die ich brauche, wie Google das vorgemacht hat mit 20% Zeit oder 3M mit der 10% Zeit. Die Telekom hat so ein 20% Zeit-Projekt, dass man sagt, wenn ich die Leute halt 5 Tage die Woche 8 Stunden auslaste in dem linken System, haben sie keine Zeit mehr, in dem rechten aktiv zu sein. Das heißt, ich muss ihnen signalisieren und Ressource geben, auch auf der rechten Seite quasi aktiv zu sein. Ja, was wir immer betrachten bei den Lernorganisationen sind so verschiedene Ebenen. Ne? Man kann so von der organisationalen Ebene kommen, das ist dann meist sehr komplex, auch sehr, da gibt es ja sehr verschiedene Kontexte. Ne? Im Vertrieb muss Lernen vielleicht ganz anders aussehen als im Service, als in der Forschung, als in der Produktion, als im Marketing oder im Rechtswesen oder in HR. Das heißt, man hat da dann nochmal so eine zweite Ebene, wo man dann auf Teams schaut, ne? Vielleicht ein bisschen größere Teams, Bereiche, Abteilungen, auch oft das ganze Thema Projektteams, also Lernen in Projekten. Wie stelle ich sicher, dass ich Erfahrungen, die ich in einem Projekt gemacht habe, auf andere Projekte übertrage, auf andere Standorte übertrage? Und auch das Thema Lernen in Communities oder in Netzwerken, ne? Welche Rolle spielen die und wie kann ich die unterstützen? Und natürlich dann auch das ganze individuelle Lernen, ne? Wo es dann darum geht, Mitarbeitenden sozusagen Methodiken beizubringen, wie ich selbst organisiert lerne, wie ich vorausschauend lerne, wie ich mir Zeit freischaufel, selber zum Lernen, die im Kalender blocke, mir selber Lernpfade, Lernziele stecke. Also, das ist so ein ganz gutes Raster, ne, wenn man über das Lernen der eigenen Organisation nachdenkt, mal zu schauen, wie sieht das eigentlich auf den einzelnen Ebenen aus, wie ist das da organisiert. Na, und was auch noch wichtig ist, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen detaillierter über Toolset sprechen, aber wir verwenden immer diesen Dreiklang Mindset, Skillset und Toolset. Also die besten Tools, gibt es ja den schönen Spruch, a fool with a tool is still a fool. Die besten Tools bringen mir nichts, wenn die Haltung und die Werte dem Lernen gegenüber nicht stimmen. Also wenn ich dem keine Bedeutung beimesse oder es als Zeitverschwendung sehe. Genauso, wenn ich die entsprechenden Fähigkeiten oder Fertigkeiten nicht habe zu lernen. So Stichwort das Lernen, Lernen. Mir selber Methodiken zulegen, wie ich selber am besten lerne, wie ich das für mich einbaue, mit welchen Medien und in welchen Formaten ich am besten lerne. Und dann natürlich der dritte Block, das Toolset, was ich jetzt so übersetzen würde mit Werkzeug, also irgendwie so Hilfsmittel, Arbeitsmittel, nicht nur technische Tools, die man vielleicht darunter versteht. Das heißt, da sehen wir auch so Sachen wie Formate oder Methoden beispielsweise drin in dieser Box. Das habe ich hier versucht, mal noch ein bisschen zu detaillieren, ne, dass man sagt, in diesem Toolset-Bereich habe ich vielleicht auf der einen Seite sowas wie digitale Endgeräte, Netzwerk, Vernetzung, Connectivity, dann die ganze Schiene Anwendungen, Apps, die ich brauche, Plattformen, Ökosysteme, aber eben auch so Sachen wie Etablierung von Methoden wie Communities of Practice, regelmäßig stattfindende Barcamps, Open Space Veranstaltungen,
Fuck-up Nights, um über Fehler, um sozusagen Fehler nicht zu verteufeln und unter den Teppich zu kehren, sondern das Machen von Fehlern zu zelebrieren und zu sagen, wir finden es eigentlich erst dann schlecht, wenn wir einen Fehler ein zweites Mal machen. Ne? Überall, wo Innovation passiert, passieren Fehler. Das ist ganz normal. Aber es wird schwierig, eine Lernorganisation sein zu wollen, wenn Mitarbeiter zum Beispiel Angst haben, offen über Fehler zu sprechen. Da gibt es auch die schöne Geschichte, wo jemand was verbockt hat in der Organisation. Das hat die Organisation 1 Million Euro gekostet. Und er geht mit gesenktem Haupt zum Chef und sagt, er wartet jetzt seine Kündigung. Und der Chef sagt, ich habe gerade 1 Million in Ihre Weiterbildung investiert. Ich werde Sie natürlich nicht feuern. Also das ist so ein bisschen der Mindset dahinter. Ja, und da gibt es eine lange Latte von anderen Formaten. Da muss jetzt endlich jede Organisation, gibt es kein One-Size-Fits-All, so das Toolset finden, was für sie relevant und wichtig ist. Vielleicht noch so ein bisschen auf diese Kopplung auch anspielen, Individuum und Organisation. Ich halte es für wichtig, die Mitarbeitenden mit einem Toolset zu versorgen. Natürlich, um sich selbst zu organisieren. Ne? Ich brauche irgendwie Möglichkeiten, seien es jetzt mobile Endgeräte oder Sachen, wo ich so wie meine private Wikipedia, wo ich Dinge für mich dokumentiere, wo ich Aufgaben habe, Checklisten habe, all sowas. Insbesondere ist aber auch wichtig, ein Toolset zu haben, wie ich dieses Wissen dann mit der Organisation teilen kann. Also was es mir leicht macht, dass jemand in meine Präsentationen schauen kann, dass ich vielleicht irgendwo einen Text schreiben kann, wo ich meine Erfahrungen zusammenfasse, ne, so wie man das im Internet dann oft sieht, auf LinkedIn oder Medium. Und umgekehrt auch so das organisationale Toolset, um Lernen und Wissensaustausch zu fördern. Na, da gehört dann auch sowas dazu wie Einsprungspunkte im Intranet, die dann so Wikipedia-artig aussieht, ne, wo ich nicht entlang von Organisationsstrukturen navigiere zum Beispiel oder von Prozessstrukturen, sondern eher entlang von Themenstrukturen und sage, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Materialtechnologie XY, wie ist denn da unsere Sicht drauf, wo sind die Forschungsberichte, welche Abteilungen kümmern sich darum, dass ich wirklich wie die Themenportale in der Wikipedia auch einsteigen kann. Ja, und natürlich auch das ganze formelle Lernen, also dass ich so ein bisschen wie Volkshochschule den Weiterbildungskatalog finde, aber vielleicht auch so etwas modernere Plattformen, die dann so vielleicht so Netflix-artig daherkommen, wo ich mir dann schnell mal irgendwie eine Einheit reinziehen kann und lernen, wie man mit diesem Teams richtig umgeht für Distant Leadership oder solche Themen. Also es lohnt sich in beide Richtungen zu betrachten. Was wir gern machen, ist so jetzt nicht zu sagen, das ist ein Toolset, das müsst ihr allen geben, weil dafür ist jeder Mitarbeitende, jede Wissensarbeiterin zu individuell. Das muss jeder nach seinem Stil irgendwie rausfinden. Ich bin großer Fan davon, Leuten so Rastern zu geben oder so Canvas zu geben, wo man einfach wie so eine visuelle Checkliste hat, mit der man dann selber drüber nachdenken kann, was für mich selber das Richtige ist. Hier habe ich jetzt mal reingenommen, so eine Workplace-Darstellung, wo man sagt, entlang von dem Six Sense Share Framework von dem Harold Yaci. Also wie findet mich eigentlich Informationen oder wie finde ich welche? Wie und wo bewerte ich, ob das für mich relevant ist? Und wie kann ich es dann wieder teilen? Ne, da sozusagen Leuten mal in der Kohlenstoffzeit vor Corona, was weiß ich, an einem Whiteboard, die mal mit Post-its überlegen zu lassen, jetzt in Pandemiesituationen mit Remote natürlich auch mit Whiteboards oder so, so eine Grafik drauf und dann da mal zu überlegen, was nutzen wir denn da eigentlich heute und was sind vielleicht Sachen, die man in Zukunft nutzen könnte, die einen verbessern. Ne? So, was weiß ich, suche ganz viele Leute, sind noch auf so einem sehr niedrigen Skill-Level, was Suche angeht. Ne? Die tippen halt ein Schlagwort in Google und leben dann mit den ersten 10 Treffern. Also die kennen überhaupt nicht Möglichkeiten, was es noch gibt zur Suche, wie man anders suchen kann. Oder auch Informationen, die mich dann per Push erreichen, ne? So Feedreader, um News zu bekommen, persönliche Fachzeitschrift zusammenzustellen, Podcatcher, um in die ganze Podcast-Welt reinzukommen, was immer mehr Trend wird. Und natürlich dann auch auf der Publish-Seite, ne? So Sachen wie meine eigene Website, mein eigener Blog in der Firma, ein Podcast, den ich starte vielleicht, ne? solche Fragestellungen. Könnt ihr gerne verwenden, ist auch unten die Quelle drin, da findet ihr die Grafiken, kann man sich die runterladen, wenn man möchte. Das mal so als so ein Beispiel, was ich überraschend finde, ist, dass wir 2021 haben. Weblogs gibt es jetzt zum Beispiel seit, ich glaube, 1995 oder 96. Es ist immer noch nicht Standard, dass in einer Organisation einfach jeder Wissensarbeiter, jeder Wissensarbeiterin, der das möchte, mit einem Klick, so wie ich das auf WordPress mache, eine eigene Website hat, einen Blog starten kann,
einen Podcast starten kann, wenn ich das Gefühl habe, mein Thema ist irgendwie per Audio besser zu vermitteln oder einen Videoblog starten kann. Also das sind so Basics, wo man immer noch dran arbeiten muss. Ich habe auch, das sind so ein bisschen ältere Screenshots schon, aber Siemens hat er da mal vorgelegt und hat 2005, 2006 schon mit der Siemens Blogosphere intern so eine Blogplattform geschaffen, wo einfach jeder Mitarbeiter, der das möchte, einen eigenen Blog, eine eigene Website starten kann. Oder rechtes Saal, der Audi mit der Mediathek hat einen Weg geschaffen, wie ich sozusagen so ähnlich wie ich auf YouTube einen Kanal anlegen kann, mir dort einen Kanal anlegen kann und dann sagen kann, was weiß ich, wenn ich eine Software bediene, um Fahrzeuge zu konstruieren, ich mache da mal Screencasts und zeichne das auf und stelle das bereit, damit ich es nicht jedem Mitarbeiter nochmal erklären muss, sondern einfach mit dem Link ich schicken kann auf die Videoplattform, dann kann man sich das dort anschauen. Na, also da würde ich sagen, diese ganzen alten Web 2.0, Enterprise 2.0 Themen, irgendwie klingt es wie alter Kaffee, weil es halt 15 Jahre her ist, sind aber immer noch Baustellen und immer noch Felder, wo man langen Atem braucht und einfach dranbleiben muss. Und ich würde sagen, nein, irgendwie 140 Zeichen Kurznachrichten rumgepostet ist kein Ersatz für diese Langform-Medien, wenn es um Wissensarbeit geht. Also wir haben in den letzten Jahren so einen gewissen Hype gehabt rund um ESNs, wo jeder mal kurz einen Satz reinschreibt und alle einen Like-Knopf drücken. Das ist nicht das, was mit ernsthafter Wissensarbeit gemeint ist, alleine. Das braucht man schon auch, ne? So wie man auf Twitter mal einen Link verteilt zu seinem Blog oder zu seinem Video. Aber das reicht nicht als alleinige Struktur. Andere Schiene, was man merkt, und das ist eigentlich ganz schön, weil die Plattformanbieter sich eben auch organisational auf so integrierte Toolsets einstellen, wo die einzelnen Ebenen miteinander gekoppelt sind. Ne? Das jetzt hier mal am Beispiel Microsoft 365, die nutzen so ein Mocha-Framework, heißt das, Modern Collaboration Architecture, wo sie sagen, wir müssen eigentlich ein Ökosystem bauen, wo die Tools, die wir auf individueller Ebene verwenden, auf der Team- oder Community-Ebene und auf organisationaler Ebene miteinander integriert sind. Ne, dass ich vielleicht irgendwie einen Inhalt aus meinem Memex in OneNote mit einem Klick verschieben kann in den Team-Memex von meinem Projektteam, oder dass ich in der Enterprise-Suche suchen kann und dann auch den Blog von anderen Leuten beispielsweise finde. Also das ist ganz schön, dass man da diesen Trend der Integriertheit der einzelnen Toolsets beobachten kann. Wer das noch ein bisschen ausführlicher haben will, gibt es dann mit den ganzen Use Cases, was mache ich eigentlich damit, auch noch etwas ausführlicher. Kann ich jetzt in der Zeit nicht drauf eingehen, deswegen auch da wieder der Hinweis, der Link ist unten in den Folien drin, dann könnt ihr da bei Microsoft direkt schauen. Na, und da kann man halt jetzt, wenn man zurückspringt zu diesem Dual Operating System Bild, halt, sagen wir mal so ganz holzschnittsartig mal sagen, da wo so ein Tool wie Teams in dem Beispiel jetzt eher die linke Seite unterstützt, also Microsoft hat es ja früher auch mal Inner Loop genannt, also die Kollaboration oder Austausch, das Lernen mit Leuten, die ich schon kenne, ne, so ein bisschen wie in der Abteilung, ne, da lerne ich mit den Leuten zusammen, indem ich Projekte mache oder Abteilungsbesprechungen mache. Aber eigentlich in der Regel eher mit den Leuten, die ich schon kenne, mit der ich zusammen in der Abteilung bin oder zusammen in einem Gebäude bin. Das führt ja oft dann dazu, dass man gemeinsam Mittagessen geht und so und auch mal über Sachen spricht, die nicht jetzt direkt mit der Arbeitsaufgabe zu tun haben, aber eben eher, die so aus meinem lokalen Kontext herauskommen. Und wo man dann sieht, dass eben die rechte Seite diese Netzwerkstrukturen mit Tools wie Yammer, gibt es auch viele andere noch, unterstützt werden in dem Sinne, dass ich so ähnlich wie bei LinkedIn oder Facebook-Gruppen einfach offen finde, aha, hier gibt es eine Gruppe, die kümmert sich um Agilität oder um Design Thinking oder um andere Themen. Dann kann ich Mitglied dieser Gruppe werden, kann mich damit austauschen, kann an Veranstaltungen teilnehmen, ohne dass ich jetzt in der Abteilung sein muss. Ne? Also wo dieses offene gemeinsame Lernen, das was die 20 in dem 70-20-10-Modell sind, im Prinzip abgebildet und unterstützt werden. Ah, super, Olli, sehe ich, hat den Link zu dem Mocha-Framework im Chat gepostet. Wer den haben will, perfekt, danke dir. Genau, was man auch sieht, und das ist auch ganz spannend, passt auch zu dem Vortrag letztes Jahr, dass diese Tools, die bisher in den Organisationen noch eher so Silos waren, ne? Also man hatte oft so das Intranet, was so die Browser-Startseite war, das Ding, was alle Leute früh aufgemacht haben, war Outlook, weil man die E-Mails und den Kalender geschaut hat, dass das auch in der Teams-Oberfläche zunehmend zusammenfließt. Ja, also ihr seht hier links quasi mal über Viva Connections, das Intranet integriert in Teams, ne, und man kann auch, wenn man in Yammer Communities ist, kann man die einbinden in Teams oder man kann die in
links in die Seitenleiste einklinken, dass man sozusagen aus der Teams-Oberfläche sozusagen sofort da ist. Na, da würde ich sagen, entwickelt sich so langsam dieses Teams in Richtung zu einem Hub, ne, zu so einem Hub zu allen Informationen rund um Arbeiten und Lernen, die ich da brauche in meinem Arbeitsalltag. Na, und da kommt jetzt auch demnächst das Viva Learning, was dann so Lerninhalte integriert, entweder welche von Plattformen, die eben unterstützt werden, also kann ich dann LinkedIn Learning reinziehen oder Udemy oder so, ne, dass ich da unter einer Oberfläche quasi auf so formelle Lerninhalte Zugriff habe. Ich kann mir aber auch aus den bestehenden Inhalten, die ich habe, seien das SharePoint-Seiten oder Stream-Videos oder so, eigene Lernpfade zusammen kuratieren und die dann eben auch über Viva Learning bereitstellen. Ne, also letzter Satz zu Microsoft, das ist kein Microsoft-Vortrag. Ich glaube, dass es wichtig ist, in Zukunft diese Themenfelder Lernen und Arbeiten integrierter zu denken und je nachdem, auf was für einem Toolstack, also auf was für Plattformen ihr seid, ebenso diese uralte Web 2.0-Idee, ne? Dieses Web wird zu einer Plattform und da ist sehr viel integriert. Small Pieces Loosely Joined, wie der David Weinberger das so schön gesagt hat, ne? Dass man da eben als Plattformbetreiber daran arbeitet, nicht mit seinem LMS oder LXP oder wie auch immer ein Silo zu sein und neben all dem anderen zu stehen, sondern eben eng verzahnt zu sein mit den anderen Systemen und Plattformen. Genau, das ist nochmal so ein Screenshot, da seht ihr jetzt die Integration von Viva Learning zum Beispiel auch in der gleichen Oberfläche. Ne? Das heißt, da komme ich quasi auch sozusagen über Teams dann direkt zu den Lerninhalten. Microsoft ist immer nicht so vorne mit dabei, wenn es um Design geht. Also die Benutzeroberfläche sieht noch so ein bisschen grau und altbacken aus. Ne? Aber wenn man sich da vielleicht etwas mehr so eine Netflix-Optik vorstellt, dann ist das, glaube ich, schon so die Richtung, in die man sinnvollerweise gehen kann oder gehen sollte mit seinen Plattformen. Genau, ich habe jetzt eine Folie noch, wo ich noch ein bisschen was zu Hybrid sage. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Fragen in den Chat packen. Dann können wir die dann danach abarbeiten. Wie gesagt, letzte Folie, zu der ich noch was sagen will. Genau, Hybrid. Ich hatte es ja im Eingang schon erwähnt. Mein Gefühl ist, dass jetzt so langsam, ne, die Impfquoten sehen ganz gut aus. Und ja, klar, vierte Welle wird kommen und Delta-Variante. Alles gut, aber ich glaube schon, dass wir jetzt so nach und nach wieder in Situationen kommen, wo eben Präsenz auch möglich wird. Wobei das neue Normal, ne, New Normal, wie man so schön nennt, glaube ich nicht das alte sein wird. Also wenn wir jetzt im Trainingsbereich bleiben zum Beispiel, da gibt es natürlich schon viele Leute, die sagen, jetzt haben wir ja gelernt, dass ich irgendwie, um SAP-Anwenderschulung zu machen, nicht unbedingt 100 Kilometer von meinem Wohnort zur Arbeit fahren muss, um da einen ganzen Tag im Schulungsraum bei schlechten Keksen zu sitzen. Sondern dass ich das auch von zu Hause oder von irgendwo anders machen kann. Und ich denke, das sind so Settings, die bleiben werden. Bringt mich gleichzeitig in eine Situation, dass ich eben nicht mehr irgendwie meine 12, 14 Schäflein irgendwo in dem Trainingsraum habe, sondern ich habe vielleicht dort 6, 7 und dann habe ich 2, die irgendwo allein zu Hause sitzen und 2, die sich in einem Coworking Space, einen Besprechungsraum gemietet haben. Also was so diese typische hybride Konstellation eben ist. Na, da gibt es aus ganz, ganz früher Zeit, seht ihr links, kommt von der Wikipedia-Seite Computer Supported Cooperative Work. Das ist wie Enterprise 2.0 in den 80er Jahren hieß, ich glaube 1984 oder 83 war das erste Paper dazu, na, wo diese Modi, wie man zusammenarbeitet, recht schön auf so zwei Achsen mal differenziert sind. Das eine ist sozusagen der Ort, das andere ist die Zeit. Wo man eben sagen kann, wenn ich in dem linken oberen Quadranten bin, gleiche Zeit, gleicher Ort, ist das eben Face-to-Face-Interaction. Na, wenn ich gleiche Zeit, anderer Ort, ist das Remote Work. Mit Hybrid bin ich halt genau hier an diesen Schnittstellen, na, wo ich sage, ich kann das nicht mehr sauber auftrennen, sondern ich habe da eben Mischformen. Da gibt es in der CSCW-Literatur gar nicht so viel dazu, aber es gibt im Bereich von Firmen, die all remote arbeiten, schon lange sehr viele gute Bücher. Da empfehle ich vielleicht von über Automatic, die WordPress-Macher, gibt es A Year Without Pants zum Beispiel, ein sehr gutes Buch, gibt es auch einen Podcast dazu und einen Talk bei Google, der steht auf YouTube. Oder auch GitLab, das ist auch so eine Firma, so 1000 Mitarbeitende. Na, die haben ja ganzes Remote Work Manifesto ins Netz gestellt. Da kann man so deren Betriebshandbuch, wie sie quasi ihre Arbeit organisieren, in einem Kontext, wo es halt normal ist, dass die Leute remote sind und vielleicht Teile mal vor Ort lesen. Und da kann man einfach sehr viel Erfahrungen zurückgreifen, die man dann nicht alles selber machen muss.
Genau, und da kommen halt jetzt viele Themen hoch. Weiß nicht, wie euch das ging. Na, da, wo man früher in so Präsenzsituationen halt sehr viel irgendwie einer hat was auf seinem Notebook und schmeißt es an den Beamer oder an den Display, haben eben die Whiteboards einen totalen Push bekommen. Also man sagt, man hat halt so ein synchrones Medium, wo alle zeitgleich ihre Post-its draufkleben können oder was draufschreiben können. Na, sei das Concept Board, Miro, Mural, Microsoft Whiteboard, wo ich dann auch die Mauszeiger sehe, wer bewegt sich gerade wo. Also das ist was, was glaube ich für Hybrid ganz, ganz wichtig ist, nicht zu diesem Display im Besprechungsraum wieder zurückzukommen, weil das automatisch dazu führt, dass eigentlich die Leute, die remote sind, immer abgehängt sind. Die kriegen ja vielleicht so einen Screenshare, was da gezeigt wird, auch bei einem Whiteboard oder so. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, da selber damit zu interagieren. Na, das gleiche für so kollaborative Editoren, also sowas wie Etherpad oder OneNote auch oder so Hackpad und so Sachen. Und ja. Zwei Sätze, dann bin ich fertig. Perfekt, na, kannst du ruhig da bleiben. Ich sage nur die zwei Sätze, dann schnell fertig. Genau, Audio-Videotechnik, da braucht man, da muss man viel machen. Ne? So ein Raum irgendwie mit 10 Leuten drin, dass man die alle gut hört. Also da braucht es viel Gehirnschmalz in Richtung Konferenztechnik und sowohl auf der Videoseite, die Audioseite finde ich fast noch wichtiger. Muss man sich mit beschäftigen und was man eben merkt, was so am Horizont ist. Sind so virtuelle Welten, also sowas wie Gather, Work Adventure, also Coco, die einfach dieses räumliche, wer ist gerade wo, mit wem spreche ich, so ähnlich wie das hier in Remo auch gelöst ist, mit den Tischen irgendwie darstellt, wo es auch in so Plattformen wie Microsoft 365 nichts Adäquates gibt und ein Videokonferenz-Tool hilft da halt alleine nicht. Genau. Damit bin ich am Ende. Vorhin kam die Frage nach dem Link für die Folien. Seht da oben bit.ly/lndpro21 Dückert. Jetzt bin ich gespannt, ob es spannende Fragen gibt aufs Q&A oder Chat.